so läuft das. Ab jetzt können wir zumindest schon mal in Etage 5 runterfahren. Ey, greif mich nicht an, du blöder Schleim. Ey. Die sind ganz schön aggro. Vor allem halten die ganz schön was aus. Stimmt. So, Ebene 5 haben wir dann wohl geschafft, oder? Muss ich den Fahrstuhl noch aktivieren? Ja, nee, damit kannst du einfach nur zurück. Also hier gibt es keine Kupfersteine. Das sind ja diese mit den Zacken, mit den roten. Ne, ab und zu habe ich, also ich habe auch schon aus so ganz normalen Steinen rausbekommen. Mal gucken, wo die nächste Leiter ist. Ah, hier. Du hast sie schon gefunden. Aber in diesen mit den roten Zacken sind immer definitiv welche drin. Das ist halt der Vorteil. Geh weg, du Schleim. Ein Schleimer. Das ist der nächste Schleimer. Ganz schön schleimige Angelegenheit hier. Ah, du hast sie. Oh, hier. Da ist schon mal dann, da geht's dann schon mal weiter in die nächste. Aber das Kupfer holen wir uns noch. Gucken wir, ob hier oben noch welches ist. Nee, aber was anderes Schickes. Na. Was hast du gekriegt? Hier auch wieder Amethyst. Nett. Läuf ihn dafür weg. Deine. Nee, ich hab schon einen Slot dafür. Brauchst nichts wegmachen. Oh, da haben wir die nächste Leiter. Geh mal gleich mal runter, ansonsten ist hier nichts mehr. Was ist denn hier los? Na, hol du mal das Kupfer. Irgendwie den Eingang. Zwei müssten wir noch. Oh, das wird knapp mit der Zeit. Ja. Wollen wir irgendwo noch eine Leiter finden? Nur noch zwei Ebene. Ja, dann hätten wir nächsten Fahrstuhl. Ich gebe vor allem die Energie aus. So, hoffen, dass wir hier noch irgendwie was finden. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal Kupfer. Bisschen schlafen. Da ist die Leiter. Hier drüben. Stiefel. Lederschuhe. So, und dann schnell hoch. Das Leder ist sehr geschmeidig. Erstmal nach Hause, bevor ich einschlafe. Ich glaube, schlafen wir 1 Uhr oder 0 Uhr ein? 1 Uhr oder 2 Uhr ein? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, 2 Uhr. Nee. Schnell. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Gut, knapp. Nee, das schafft man nicht. Hier haben wir noch einen ganzen Bild. Oh. Ab 2 Uhr ist das dann vorbei. Wieder kurz vorm Ziel einschlafen. Oh nein. Ach man, wir schlafen uns ja nicht draußen ein. So, mal sehen, was es heute gibt.
Hufarbeit. Minenarbeiterstufe. Kirschbombe. So. Na, so ziemlich das, was wir eingenommen haben, ist schon wieder weg. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinem gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Oh, cool. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbahnen schmelzen. Diese Bahnen können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen benutzt werden. Oh, wie bitter. Ja, das stimmt. Kurz vorher eingeschlafen. Wenn du ein paar Kupferbahnen geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Lalena, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat. Aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass besser auf. Und noch eine Nachricht. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gold Finderlohn. Ja, nehmen wir an. Alles annehmen. Hast du schon gegossen? Fein. Ja. Lass mal gleich zum Schmied gehen. Okay. Ja, die 20 Kupfererz und so weiter abgeben. Ich hab 5. Soll ich dir gleich geben? Ich glaube, die kann ja jeder für sich selber machen. Okay. Und das Erz behältst du, ja, dann schmeißt du das Erz einfach nachher raus. Ich habe auch nämlich mal nachgeguckt wegen dem Schmelzofen. Wir müssen nur ein paar Steinchen sammeln und dann können wir den Schmelzofen bauen. Okay. Erstmal meine Geoden aufbrechen. Ich habe nicht genügend Platz im Inventar, na toll. Was mache ich jetzt mit dem Kupfererz? Verkaufen oder was? Nein. Komm mal raus. Ah, jetzt gebe ich die ab. Und wie gebe ich dem die ab? Mal mit ihm reden. Achso. Nee, ich habe die Quest nicht. Wir haben die doch bloß zusammen, wa? Oh, okay. Erreiche ja, Ebene 40 in den Minen. Na, ist ja nicht schlecht, wenn wir die zusammen am Weg spielen. Stelle einen Schmelzofen her. Aufnahme. 0 von 10 Schleim getötet. Und Robins verlorene Axt. Okay. Dann wäre ich erstmal... Ich gebe dir das Kupfer mal wieder raus. Auf Platz. Ja. Ich würde jetzt ganz kurz dann beim Dingens hier vorbeischauen. Beim Pierre. Ja, wie ging würde das? Würde ein paar neue Samen holen. Ja. Hab ich. Danke, dann will ich mal die Geoden aufbrechen. Jo. Hast du die aus meiner Kiste mitgenommen? Nee. Okay. Oh, das hat man schon mal. Ein Donnerei. Das bringt 100 Gold, wenn wir es verkaufen. So, Pierre. Du hast mal Schuhe angezogen. Ein Verteidigung und eins Immunität. Aushilfe gesucht. Nein, ich will kein Geschenk machen. So, wir brechen noch die zweite Geode auf. Was ist denn das? Oh, das sieht gut aus. Ein Malachit. Und noch ein Malachit. Oh. Ich glaube, das sind alles Sachen. Also eins können wir ja spenden.
Das andere verkauf mal. Ich würde sagen, dass man dort von jedem Mineral und so eine gleiche Sache haben, rumliegen haben. So, was haben wir denn? Also brauchen wir bloß noch, wir haben schon ein paar Sachen. Also wir können einen Malachit und einen Amethysten spenden, würde ich sagen. So, hier würde ich sagen. Oh, neue Belohnung habe ich bekommen. Hm. Wo habe ich denn die jetzt her? Belohnung, Belohnung? Wo ist Belohnung? Warum haben wir jetzt so viel? Ach, du hast jetzt gekauft, ne? Ja. Belohnung abholen. Blumenkohlsaat. Mhm. Wir haben jetzt Blumenkohl bekommen. Cool. Ich habe 10-mal Kartoffel gekauft. Oh, sehr cool. Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal dorthin. Da können wir ein Blumenkohl und ein Kartoffelfeld noch machen. Mhm. Ja, schön. Da können wir schon bald kochen. Dann nehmen wir da noch ein bisschen... Ja, sobald wir eine Küche haben. Dann noch ein bisschen Käferfleisch. Gotteslachs mal 3. Naja, das haben wir gerade nicht. Das ist, glaube ich, nur... Den hast du schon verkauft, ne? Mhm. Okay, dann können wir jetzt erstmal nach Hause gehen und dann machen wir ein bisschen Feldarbeit, weil Feldarbeit hänge ich noch ziemlich hinterher. Das ist ein Eichhörnchen. Jetzt habe ich es gesehen. Hier ist ein Eichhörnchen in dem Baum. Ich habe auch schon mal versucht, das Eichhörnchen runterzuholen, indem ich den Baum fälle. Das mache ich gerade. Funktioniert. Na toll. Dafür sind nicht eine Kartoffelsack kaputt. Ah. Ach stimmt, ich kann überhaupt nichts einsammeln. Ah. Lass mal verkaufen. Mal gucken, ob es danach noch liegt, das ganze Zeug. Ja, schade drum. So. Wollen wir das bunt anpflanzen oder wollen wir das... Ich habe jetzt da drüben ein neues Feld angelegt und habe einfach den Kartoffelsamen direkt gekillt. Wo ist das neue Feld? Na, hier drüben. Ah, hier unten. Ach, da guck mal, wer dort sitzt. Das ist der Dave. Siehst du ihn? Ja. Habe ich auch schon gestreichelt. Oh. Hallo, Dave. Oh, guck mal, der hat ein Herz, der mag mich. Das ist cool. Also das Spiel, jetzt so langsam kommt man rein, so langsam macht es auch mehr Spaß. Ja, weil man jetzt noch ein bisschen mehr machen kann. Richtig, am Anfang hat man so ein bisschen so, jetzt haben wir da einen Blumenkohl. Ja, eine zerbrochene CD. CD, sehr schön. So schön, wenn man Müll. Naja, auf jeden Fall Müll aus der Natur entfernt. Hoppala. Beachte den Baumstamm. Macht das, Dave? Hallo? Ja, hallo? Guck mal. Oh. Nee, ich wollte nicht gießen. Du hast mit der Angel gehauen. Das ist ja gemein. Oh, jetzt nervt man schon langsam. Wir lassen den Dave mal in Ruhe. Wo geht's denn hier rein? Moment, wieso wir? Du? Ich spreche immer... was wollen wir jetzt mal? Ah, gut, das ist jetzt nicht mehr lange. Da würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie man die Dinger wegkriegt. Ich glaube, die kriegt man nicht weg. Und wir haben hier überall, guck, diese komischen Statuen. Das ist schon die dritte, die ich sehe. Müssen wir da vielleicht den Stein mit der Farbe reinmachen? Nee, hätte ja sein können. Gut, dann verkaufe ich erstmal Sachen. Ey, sagt Dave. Mal schön Kohle machen. Der arme Hund. Jetzt haben wir ein bisschen was. Jetzt können wir noch mal gucken. Was ist denn das?
Wir hatten ja auch dort oben noch irgendwelche Samen liegen. Müssen wir mal gucken. Wenn die noch mal rankommen. Was? Ist das der Schmiedeofen? Das ist der Schmelzofen, ja. Wo stellst du den hin? Da, wo ich ihn hinstellen kann. Ich kann ihn irgendwo hinstellen. Was ist denn das eigentlich? Ach, hier kann ich ihn jetzt dann hinstellen. Nur noch Ruinen übrig. Kann nichts damit machen. So, können wir noch irgendwas bauen? Ah, hast du zufällig Kohle? Kohle? Ein Konto, ja. Nee, ich will schon die aus deiner Truhe. Okay, dann nimm die aus meiner Truhe. Oben lag doch noch Zeug, das habe ich da vor uns noch gar nicht geholt. Mal sehen. Ah, da liegt es noch. Können wir noch holen? Können wir noch ein paar Sachen? Und ein Löwenzahn. Sehr schön. So. Das können wir auch noch. Hast du ein bisschen sortiert? Nö, ich habe einfach rausgeklaut. Ach so. Weiter nicht. Ich würde ja gerne, wenn das geht, irgendwann mal eine Hundehütte für ein Cave bauen. Oh, schön. Oh, cool. Was ich uns jetzt mal baue. Oh, guck mal. Ein Lagerfeuer. Cool. Schick. Hast du irgendwie. Frag mich gerade, ob du eine größere Karte hast. Weil du siehst ja schon Sachen irgendwie. So, jetzt sehe ich dich nicht mehr, wenn ich bei den Kisten stehe. Ja, also. Ich sehe bis zur Kiste, bis zur Hauskiste. Sag mal, wo kann man denn das bei den Optionen einstellen? Ich hab. Ja, wo stellt man das ein? Vergrößerungsstufe. Ah! Bin ich bei 75. Nee, ich hab halt Grafik okay. Und bloßes Fenster. Ja, sag mal, ich kann. Hier sehe ich jetzt das Lagerfeuer erst. Ich hab hier. Hey, warum denn? Das verstehe ich nicht. Was hast du eingestellt? Ein randlosen Fenstermodus. Ah, Fenstermodus. Randloses Fenster, okay. Naja, dann machen wir 75. Ist auch schon mal nicht schlecht. So, oh, wir müssen ins Bett. Wie sieht's denn aus? Wollen wir noch einen Tag spielen oder machen wir Schluss? Ich würde schon noch einen Tag spielen. Gut, dann machen wir noch einen Tag und danach würde ich dann aber aufhören. Mhm. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Und der Hund schläft irgendwie bei mir. Was, der ist bei dir? Ja. War niedlich. Okay, der hat 300 gegeben. Der mal okay, jeder bloß ein. Ah, jeder bloß 100. Ein. 12. Tag im Frühling. Okay, was wollen wir noch machen an unserem letzten Tag? Ja, gute Frage. Oh, Dave ist hier, hallo. Post. Post für mich, da freue ich mich. Ah, schade. Morgen wäre es Eierfest am Stadtplatz. Ja, da heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Genau, Eierfest am Stadtplatz. Solltest du zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du wirst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen, Bürgermeister Louis. Wir haben Kartoffeln.
Wollen wir die verkaufen oder wo mussten wir in die hingehen? Ja, einfach. Ne, ich habe da gar keine Quest für. Eigentlich auch nix. Ich muss immer noch Hofarbeit Stufe 1, das habe ich immer noch nicht. Wo ist denn das? Fortschritt, ne? Oh, ja, auch noch nicht. Fähigkeiten. Nee, doch, ich habe Hofarbeit Stufe 1, habe ich doch. Du musst noch eine Vogelscheuche bauen. Ah, stimmt. Vogelscheuche. Holz und 20 Fasern. Ja, aber dann machen wir das doch. Die noch. Ist bei mir noch nicht in der. Ich habe die noch nicht im als Rezept sozusagen. Nicht? Nee. Warte. Komisch. Aber egal. Komisch. Hofarbeit haben wir eigentlich. Überall diese Geräusche. Das hat sich voll nach dem Ghetto-Frosch angehört. Ich bin gerade ein bisschen lost, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Schleime töten, Schmelzofen herstellen, müsste ich auch selber nochmal machen. Das gilt also nur für beide, also einzeln. Da brauche ich Kupfererz. Hast du da noch 20? Nee, ich dachte, das gilt für beide, weil die letzte Quest auch für beide galt und hab. Leider nicht. Und hab die jetzt halt in Kupferbarren umgeschmolzen schon. Okay, nee, ist ja nicht schlimm. Müssen wir mal gucken. Da wäre ich wohl. Nochmal in die Mine gehen. Willst du mitkommen? Ja. Oder wollen wir was anderes machen? Ich habe nämlich fast das Zeug für die Vogelscheuche zusammen. Ich weiß nicht, warum ich das Rezept nicht habe. Ich habe eigentlich jetzt auch Hofarbeit Stufe 1. 20 Fasern. Krass, hier steht bei manchen steht ledig dahinter. Die kannst du wahrscheinlich. Oh, bei dir steht auch ledig dahinter. Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel hier geht. Ich habe etwas Angst. Ausgerechnet du. Ich habe immer Angst, natürlich. Also, wie gesagt, ich spiele keine Horrorspiele. Hier sind komische Tiere. Was ist denn das? Eine Kirschbombe löst eine kleine Explosion aus. Abstand halten. Hier eine blöde Fliege. Du bist jetzt Richtung Mine gewatschelt? Ja.
Dann schaue ich, dass ich mal hinterherkomme. Einfach in die 10. Moment. Muss noch was prüfen. Ja, ist ja gar nicht. Guck mal, ob das irgendwo hinter den Steinen noch die nächste Stufe ist. Ah, da ist die nächste. Aber nichts in dem Fass, aber wir finden noch ein bisschen Kupfer. Sehr schön. Da ist ein ganz großer, dicker Stein. Kommen wir da durch? Gut aus. Da hinten ist schon die nächste. Die nächste Leiter. Sehr gut. Da ist der nächste Schleim. Komm her, Schleim. Wieso greift er mich? Wieso springt er? Ich bin vergiftet. Ich glaube, ich bin vergiftet. Nee, ne. Oh nein, jetzt kommt doch noch wieder so eine hässliche Fliege. Oh, die macht ganz schön Schaden. Da war sie weg. Muss mal hier ein bisschen was, ein bisschen Heilung nehmen. Okay, ein bisschen was hat's gebracht. Besser als nichts. So, da hinten ist der nächste Kupfererz. Oh Gott. Kommen komische Tiere. Hier, du blöde Fliege. Das ist bestimmt so eine Bremse. Wo bist du eigentlich? Wolltest du nicht hinterherkommen? Ja, ich bin unterwegs. Ich habe nur schnell Inventar leer gemacht. Okay. Sonst macht das in die Mine kommen keinen Sinn. Ja. Nein. In die falsche Richtung. Ah. Diese scheiß Fliegen kommen ja ständig neu. Ist ja sowas von eklig. Aber Haufen Käferfleisch findet man. Hier haben wir noch mehr Käferfleisch. Können wir dann irgendwann was Leckeres draus machen. Dann wird die... Die Höhle wird irgendwie grün. Ja, dann kommt die nächste Fliege. Kommen ganz viele Fliegen, Hilfe! Bin gleich tot. Kommt die dritte Fliege. Kommt die vierte Fliege. Aber das hatte mit meinem grünen Status irgendwie zu tun. Mein Gott, ist das eklig. Ich würde gerne mal die nächste... Ah! Nein. Das ist ja Stress hier unten. Nein, ich will nicht mehr. Ich will hier nur noch raus. Gott. Oh je, ich glaube, das war's für heute. Ich gehe mal erstmal wieder zurück.
Also wir müssen uns auf jeden Fall mal überlegen, das nächste Mal müssen wir uns mal so einen kleinen Plan erstellen. Wer was macht vor allem. Genau. Weil das wirkt alles so durcheinander. Ich bin gerade in der Mine unterwegs und kill noch ein paar Schleim für die Aufgabe. Ja. Und nehme halt nebenbei so ein bisschen Kupfererz mit, dass du den Schmelzofen bauen kannst. 11 Stück habe ich. Hm? 11 Stück habe ich. Ich habe ja doch auch 11. Das Erz mal hier rein. Also ich wäre dann soweit. Ja, Moment. Ich glaube, ein Schleim fehlt mir noch. Ich kann nur gerade nicht gucken, weil ich gerade eins... Ja, das dürfte es gewesen sein. Okay, gibt's hier noch Kupfer? Nein. So, da können wir uns von YouTube schon mal verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.